Miau und willkommen zurück zu Genshin Impact. Ich hoffe, diesmal funktioniert auch das Chatfenster wieder. Wir sind immer noch nicht Abenteuer Rang 10, weshalb wir mit der Hauptstory immer noch nicht weitermachen können. Aber wir haben noch bestimmt auch noch was anderes, was wir machen können. Zum Beispiel. Da unten geht jemand lang. Ich sehe dich ganz genau. Ich beobachte dich. Ich bin ein Creep. So. Ich guck mal in das Menü rein. Nachrichten. Was gibt's denn da? Neunte Belohnung. Yay, alle einsammeln. So, Errungenschaften haben wir nichts Neues. Aber ich könnte ein Gebet machen. Also das Gacha-System nochmal benutzen. Gut, ich fange einfach mal nochmal mit dem Ding hier an. Ich habe ja 8 Gebete. Mal gucken, was ich Schönes bekomme. Von den Heldentaten der Drachenbezwinger. Schwert der Dämmerung. Jadekugel. Schlagfestes Argument. Also in Stufe 3, Zweihänder, denke ich mal, ist das. Schwarze Quaste, ich habe aber keinen Speerträger. Eid des Scharfschützen. Rabenbogen. Neuer Charakter. Ach, Chunyun nochmal. Steinschleuder. Noch ein Speer. Ich kann ihn dann umwandeln in irgendwas. Was soll das heißen? Oder es wird an sich umgewandelt. Herrenloser Sternglanz. Eine Währung, die beim Händler gegen wertvolle Ressourcen eingetauscht werden kann. Okay. Okay. So. Hi, ja, mir geht's gut. Guck mal, es funktioniert diesmal sogar der Chat. Und wie geht's dir? Diesmal wird der Chat sogar angezeigt. Ist das nicht toll? Alles funktioniert mal. Ich glaube, das lag gestern wirklich einfach nur daran, dass die Seite von Streamlabs irgendwie down war. Aus irgendeinem Grund habe ich jetzt weitere 10, 11 Gebete. Dann mache ich doch hier auch gleich nochmal 10 Gebete dazu. Mal gucken, ob wir noch was Interessantes bekommen. Erstmal Glücksspielsucht. Magieführer. Schon wieder der Eistyp. Den habe ich jetzt das dritte Mal schon bekommen. Schwert der Dämmerung. Jadekugel. Immer diese Doppelungen. Komm schon, ich möchte was Gutes. Gib mir doch einen neuen Helden. Stattdessen habe ich den jetzt nochmal bekommen. Yay, herrenloser Sternstaub nochmal. Göttliches Werk. So. Ich gucke gerade nochmal, dass ich hier noch mehr von dem Gacha-Zeug kaufe. Das war doch hier beim Händler, ne? Ja, genau. Ich muss ja dafür Bares für Rares. So. Rares für Staub und Glanz. Vorbestimmtes Schicksal. Komm, gleich mal 10. Zack, kaufen. Okay. Dann kann ich jetzt gleich nochmal ein Gebet, ein Stoßgebet machen. Bitte,
Wieso habe ich jetzt nur ein... Ah, okay, das sind... Das Gebet kann ich damit machen. Man braucht da verschiedene Gebete für... Ah, okay. Dann mache ich das. Hoffentlich was Gutes. Dem Glücksspielrausch verfallen. Das meiste sind einfach Sachen, die ich schon habe. Doppelt sich ziemlich oft hier. Ich will doch nur einen coolen Helden dazu. Opferschwert. Es klingt jetzt nicht wie was Geiles, aber es scheint was Geiles zu sein. Das Opferschwert. Das kann ich auch gleich jemandem ausrüsten. Das ist ein Stufe 4 Schwert. Wie auch in Xanadu gab es da auch ein Opferschwert. Okay. So, jetzt hole ich mir das andere noch. Beim Händler. So, Bares für Rares. Ich kann gar nicht mehr so viel davon nehmen. Ach so, ja, das Glücksspiel. Ja, genau, das stimmt. Das war aber Lotto. Ich glaube, ich habe jetzt aber nicht genug, um mir davon was Ordentliches leisten zu können. Ach, man kann sowas auch mit Sternenglanz... Ah, mit Sternenglanz. Guck mal, dann kann ich mir ja gleich noch 5 weitere davon kaufen. Okay. Und Sternenstaub geht auch noch. Ja, das geht nicht mehr. Aber damit dürfte ich doch jetzt eigentlich nochmal meine Glücksspielsucht befriedigen. Oder? Nein, ich hab nur 9. Warum? Ich will jetzt nicht 1 nehmen, weil die Wahrscheinlichkeit, was Gutes zu ziehen, ist bei 10 Gebeten halt höher, ne? Weil man dann sicher ein Objekt mit mindestens 4 Sternen kriegt. Ist ja beim Gacha so üblich, ne? Dass man für 10 Ziehungen gleich einen Bonus dazu kriegt. Das wollte ich nicht. Charakter-Menü. So. Für ihn gibt's was Neues. Artefakte zum Beispiel. Nein, das hier. Du kannst ein Wanderarzt-Taschentuch nehmen. Und die Waffe habe ich auch eine bessere für dich. Obwohl, das ist schon... Nee, das ist... Das ist schon eine 3-Sterne-Waffe. Aber das sieht geil aus, das Viech. Aber ich glaube, die passt zu ihm vom Aussehen her besser. Sternbild. Gesang der Eiszapfen. Schlägt beim letzten Schlag des Standardangriffs mit 3 Eisklingen nach vorn. Das geht doch bei ihm dann auch, oder? Ja. Nee, geht's nicht. Das geht nur bei ihm? Bei Kaya doch, oder? Nee. Was brauche ich denn dafür? Okay, wenn dann mache ich das halt bei ihm. Schalte ich ihm das hier noch frei. Abklingzeit. So. Daten brauche ich mir nicht angucken. Aber für ihn hatte ich, glaube ich, auch noch eine bessere Waffe. Nämlich hier das Stufe 4, das Opferschwert. Das ist nur für richtige Opfer. Kann ich dann auch gleich mal auf Stufe 10 bringen. So. Nice. So. Jetzt wollen wir doch auch mal wieder was machen, aufgabentechnisch. Wir können hier jetzt leider nichts machen. Es gibt aber hier auch
Es gab noch Kopfgeldjagden, die wir machen können. Die befanden sich hier. Ja, Exkursion. Ach, guck mal, wir haben auch bei Exkursion noch was, was wir einsammeln können. Verstärke eine beliebige Waffe auf Stufe 10. Sammeln wir doch das einfach mal ein und das auch. Hier fehlen noch 3 Punkte. Aber ich gehe nochmal hier hin. Auf Kopfgeld. Gedeih der Elemente, Blüte der Offenbarung, Sternen, Greifklippen, Mondstadt. Was ist das? Fatui. Ne, das hier traue ich mir schon zu. Kryo-Abgrundmagier, Klagewindplateau. Ich gucke erstmal nach welchen, die hier Unterstufe 20 und sowas sind. Sowas zum Beispiel. Animo-Fauststürmer, Klagewindplateau. Ich verfolge dann erstmal das hier, das ist Stufe 12. Okay. Dann gehe ich erstmal aus Mondstadt wieder raus. Geh mal auf Freunde, Paimon-Menü. Ja, gut, mache ich. Das mache ich doch glatt. Hast du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Wahrscheinlich ist es hier diese eine Nachricht, ne? Belohnung für 10 Millionen Voranmeldungen weltweit. Das ist was anderes. Aber dafür bekomme ich nochmal vorbestimmtes Schicksal. Das heißt, ich kann wieder Gacha machen. Noch mehr Glücksspiel! Yay! Freunde. Du hast noch keine Freunde. Bist du das, Kyodai? Bist du Kyuka? Ich schätze mal, ne? Freundschaftsanfrage angenommen. So. Jetzt kannst du mich hier belästigen oder so, ne? Das war doch alles, was du wolltest. So, vielleicht sollte ich mich eigentlich nochmal vollheilen, bevor ich hier irgendwie eine riskante Aktion starte. Deswegen nochmal zu einer von den Statuen gehen. Ist das hier eine Statue gewesen? Ja, ne? Ja. Da ist auch noch ein Teleportationspunkt, den ich noch nicht freigeschaltet habe. Gut, jetzt weiß ich, dass du es bist, aber ich habe dir sowieso ja schon die Anfrage bestätigt. Also, Elementarreaktion, was gibt's denn jetzt schon? Geokraft auf Hydro, Pyro, Kryo oder Elektrokraft entsteht dabei eine Kristallisationsreaktion. Okay. Dadurch kann ich verschiedene Schilde bekommen, okay. Dann einmal gerade Segen der Statue. Heil mich mal voll. So. Erhalten ein Urgestein. So, probieren wir doch nochmal unser Glück mit den Gebeten. Wann hast die? Nee. Die hier waren das. Dafür habe ich jetzt 10 bekommen. Komm schon, irgendwas Gutes. Waffen sind erstmal egal. Vor allem die, die nicht mal violett sind. Weiter. Neuer Charakter? Yay! Xiang Ling, das war doch die, die wir probeweise spielen konnten mit ihrem Flammenwerfer-Teddy. Nice. Jetzt habe ich eine Speerkämpferin. Jetzt habe ich eine. Die mir nur nicht sonderlich viel bringt, weil ich ganz gerne Ember noch als... ich habe ja sonst keinen Fernkämpfer mehr. So, erstmal weiterschauen.
Ach, war das wieder so ein Viech, was einen irgendwo hinführt? Naja, das war was, was man fangen kann, wenn man schnell genug ist. Genau, in die Richtung gehe ich erstmal. Hierhin. Also nach Osten. Nach Osten, in die Richtung. Alter, Lacker. Was heißt hier Lacker? Ich hab dreimal denselben Typen gezogen. Jetzt ziehe ich einmal was Neues. Und du sagst mir, ich wäre ein alter Lacker. Hier, diesen... Den hier, den hab ich dreimal gezogen. Davon zweimal direkt hintereinander. Wenn nicht sogar dreimal direkt hintereinander. Ich weiß nicht, ob ich da zwischendurch noch einmal gespielt hatte. Oder ob ich letztes Mal nur einmal gebetet hatte. So, da drüben leuchtet irgendwas. Aber das ist wieder so ein Dingskirchen. Was dann um einen rumfliegt. Da vorne möchte ich hin. Kann auch gleich mal ein bisschen Wildschweinfleisch mitnehmen. Ich wollte gerade sagen, wurde das gar nicht getroffen, aber doch. Es hat keine Reaktion gezeigt, keine Treffreaktion. Also es ist gestorben schon, aber es hat nicht irgendwie Schaden oder sowas angezeigt für das Viech. Da oben ist das. Dann muss ich wohl da einmal diese Festung stürmen. Wie, du hast das nicht gemerkt? Vielleicht warst du da noch nicht da. Vielleicht hast du das erste Mal nicht mitbekommen. Ich dachte, du hättest es jetzt drei Halten mit viermal Ziehen bekommen. Drei Helden. Ich habe ja auch drei Helden mit viermal Ziehen bekommen. Davon habe ich aber hier Noel und Chongyun, habe ich beide beim ersten Ziehen bekommen. Und danach hatte ich noch zweimal Chongyun bekommen. Bei den weiteren. Und keinen neuen Helden. So. Warum sagst du das jetzt gerade? Bist du Sonic oder was? Gotta go fast. Wo ist denn hier jetzt der Teleportationspunkt, hinter dem ich eigentlich her bin? Der wird doch hier angezeigt. Ist der da oben drauf, oder was? Ich guck einfach mal. Vielleicht sollte ihr Arsch nicht so im Vordergrund stehen, sonst heißt es nachher, das ist sexueller Content. Sowas wollen wir auf YouTube nicht. Ja, da oben ist er. Ich sehe ihn. Kannst du hier hoch, bitte? Ja. Erstmal bitte den Teleportationspunkt aktivieren. So, und einfache Truhe. Da unten ist auch noch eine Truhe. Ich guck mal gerade, wie ich die aufmachen kann. Ich sehe nämlich keine Gegner in der Umgebung. Aber da ist so ein Sockel für so ein Viech, was man da hinbringen muss. Ist das hier Feuer? Zum Anzünden? Sieht so aus, ne? Muss ich hier noch mehr anzünden? Da ist auf jeden Fall wieder so ein Sockel für so ein Spirit-Ding. Ich glaube, das hatte ich schon mal gemacht. So. Da hinten auch noch eine Fackel. Noch eine irgendwo. Da. Die Truhe ist jetzt offen. Okay. Told you I'd win. Wenn man den schon hat, was passiert denn? Dann kriegt man irgendwelche anderen Materialien dafür, die nicht dieser Held sind. Der wird dann einfach in anderes Material umgewandelt. So. Das Ding habe ich jetzt aktiviert und jetzt folge ich mal dem Auftrag, damit ich langsam mal auf Abenteurer Rang 10 komme und mit der Story weitermachen kann. Tempel der 1000 Winde.
Ah, okay, das hier ist der Ort der Blähungen. Ich sehe schon. Nicht getroffen. Ha. Go, go, Berry Bunny. Yay. Da ist das Ding explodiert. So. Das dürfte es gewesen sein. Mit der Viecher hier. So. Da sind noch mal welche. Die scheinbar nicht mit mir kämpfen wollen, weil sie weglaufen. Ich kann die auch nicht treffen. Ich bin zu blöd, um die... um deren Laufgeschwindigkeit mit einzuberechnen. Genau, hier, komm, komm mal alle her. Ballabgabe, Errungenschaft freigeschaltet. Dem kann ich so in die Fresse schießen. Ja, guck mal da. Greif mal lieber wieder meine Puppe an. Gesicht schießt man denen am besten, ne? Schwupp. Da liegt hier noch irgendwo was? Nee, ne? Gut. Dann geht's weiter Richtung Auftrag. Da ist scheinbar noch ein Teleportationspunkt. Zumindest wird da einer auf der Map angezeigt. Irgendwo da oben. Wollen wir da doch auch mal gucken. The Gliding Champion of Mondstadt. Der Gliding Champion, ist das die, die ständig ihren Gliding-Führerschein verliert? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du der Champion bist. Schwupp, da kannst du hier nochmal gerade... Kannst du hier stehen bleiben? Scheinbar nicht, aber ich bin noch fast oben. So, und hier müsste jetzt... Da ist er, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Der Teleportationspunkt. Meine Abenteuerstufe ist schon 10. Wann habe ich das denn geschafft? Wartet mal, da ist so ein... Eins von diesen Viechern, was dann wohin fliegt, ne? Ich folge ihm einfach mal. Und dann taucht eine Kiste auf oder sowas. Ich merke mir mal hier nochmal hinzugehen, weil da ist nochmal so ein Teil, wie wir es am Anfang eingesammelt haben, wo Paimon gesagt hat, das sollen wir einsammeln, das sieht gefährlich aus. Ja, er fliegt ganz schön weit weg. Da hinten hin. Ist das das, wo er hin will? Ja, scheinbar. Danke. So. Und da dieses Kreuz da hinten noch einsammeln. Ich frage mich, ob ich jetzt Herausforderung starten. Ich guck gerade mal, ob ich jetzt nicht genug Geld noch habe. Ich werde nur Glücksspiel jetzt noch machen. Ob ich mir so eins nicht nochmal kaufen kann. Nein, kann ich nicht.
Was ist denn das für ein Schöpfungskristall? Wo sehe ich denn, wie viele? Ich habe davon null, okay. Aber hiermit... Mit dem Zeug hier könnte ich jetzt was kaufen, ne? Genau. Verwobenes Schicksal. Einmal reicht schon. Okay. Weil dann kann ich wieder Gacha spielen. Das hier kann ich jetzt nämlich 10-mal nochmal machen. Schon wieder sie? Die sind ja alle nicht so wichtig, die Waffen. Die kriegt man ja immer. Ah? Schon interessanter. Favonius-Schwert. So, und für sie kriege ich jetzt... Herrenloser Sternenglanz. Und das hier auch noch. Stella Fortuna. Okay. Und dieses Schwert kann ich auch gleich mal niemandem ausrüsten. Was ich bräuchte, wäre ein neuer Fernkämpfer. So. Ich mache dann jetzt hier noch... Obwohl, kann ich auch noch machen direkt, ne? Hier. Diese Herausforderung. Wenn ich schon mal hier bin. Was? Bet you can't keep up with me. Und eins noch. War's das? Okay. Ich wusste ja nicht, was das für eine Herausforderung wird. Ich dachte, ich muss kämpfen oder so. Aber hier werde ich kämpfen müssen. Ein Storch. Der bringt keine Kinder mehr. Rohes Geflügel. Warum hat das explosive Fass da Augen? Bevor mich das irgendwie gleich noch trifft. Go, go, Baron Bunny! No escape! Dann hauen wir den doch mal drauf und der da hinten schießt uns die ganze Zeit an. Go, go, Baron Bunny! Und der da auch. Guck mal, da ist nochmal so ein Ablegungsteil für euch. War hier nicht noch einer irgendwo? Oder ist der ins Wasser gefallen? So, das müsste es doch gewesen sein jetzt, oder? Oder kommt noch eine Welle? Oder ist hier wieder... Der ist tatsächlich noch hier. Hier, da. Okay. Steady as stone.
dann hauen wir mit ihr. Jetzt ist sie eingefroren. Disappear! Wer friert? Ach, da hinten ist er. Er friert mich die ganze Zeit ein. Jetzt reicht's mir aber auch mit dir. Das erstmal anzünden, das Schild. Ich will den da unten erstmal loswerden. Ach, der kann nicht schwimmen. Okay. Der kann einfach nicht schwimmen, obwohl er die ganze Zeit mit Wasser zaubert. Ich weiß nicht, ob er sich das richtige Element dann ausgesucht hat. Wenn er nicht mal schwimmen kann. Ich nehme ihn mal wieder. So, jetzt friert hier schön alles ein. Komm mal her hier. So. Damit habe ich das ja wohl gemacht hier, die Kopfgeldjagd. So, und jetzt? Warte mal, mir ist gerade was ganz anderes, wird mir gerade angezeigt. Schweres Horn. War das gar nicht das, was ich machen sollte? Da oben wird mir gerade was angezeigt. Ist das das, was ich machen sollte? Nee, das war das, ne? Oder nicht? Na, das ist das, wo ich jetzt hingehe. Wieso habe ich denn das überhaupt gemacht? Das hier wäre die Kopfgeldjagd gewesen, die ich hätte machen müssen. Das Ding hier. No escape. Bet you can't keep up with me. Was macht ihr da? Warum rennst du hier in meine Richtung? You got me. Seriously? Jetzt muss ich da irgendwie wieder hoch. Ah. Toll. Da war was zum... Ja, na klasse. Das sehe ich genauso. Dann gehe ich noch mal gerade hier hin, um mich noch mal voll zu heilen. Emma wurde geheilt. Heil die bitte auch mal voll. So, jetzt gehe ich. Das wollte ich gar nicht.
Ich bin dahin gegangen. Da muss ich hin. Das heißt, da teleportiere ich mich wieder hin. Ach, ist das nicht toll. Bei Nacht sieht Mondstadt übrigens irgendwie ein bisschen bedrohlich aus, wenn es so rot von unten angeleuchtet wird. Es könnte so ein Final Dungeon von irgendwas sein. Vor allem mit diesem riesigen Schloss da hinten. Beziehungsweise das ist die Kirche, glaube ich, ne? So, nochmal Amber jetzt. Und diesmal bitte nicht die Klippe runterstürzen. Na, kommt her, hm? Da ist schon wieder die Klippe. Ich sollte mich mal in diese Richtung hier mehr stellen. Einfach nur, um der Gefahr aus dem Weg zu gehen, nochmal darunter zu fallen und dadurch zu sterben. Guck mal, da ist schon wieder mein kleiner Spielgefährte. Und du guckst mich einfach nur an. Mittlerweile brauche ich nur noch so mit dem Bogen zu schießen. Kann ich die dann nicht auch runterschießen, theoretisch? Wer macht denn das hier immer? Haben die schon... Da ist schon wieder so ein Schamane. Da, hier. Guck mal, geht mal hier zu dem Ding hin. Ich glaube, ich wechsle noch mal auf sie. Mach hier mein Schild. Und wirbel ein bisschen mal rum hier. Mach mal ein bisschen Wirbel. Kannst du jetzt mal hier ihn ins Visier nehmen? So. Jetzt bringt dir deine Dornen auch nichts mehr. Herausforderung abgeschlossen. So, jetzt. Jetzt müsste er doch auch Kopfgeldjagd. Das war's doch jetzt, oder? Ne, jetzt wird mir wieder eine andere... Ach, muss ich dann all diese Knospen der Offenbarung machen? Ah, ich glaube, das ist gar keine Sammelquest für die alle, sondern das, damit kann ich nur nach diesen Blüten gezielt suchen. Na dann gucke ich doch erstmal, ich kann jetzt mit der Hauptquest weitermachen. Ich habe auf die Quests gedrückt. Schatten über Mondstadt. So, dafür muss ich nach Mondstadt wetten. Ach, wer hätte denn damit rechnen können, dass Schatten über Mondstadt in Mondstadt stattfindet? Ich habe jetzt ganz oft Mond und Stadt gesagt, ne? Dann wollen wir uns einmal hin teleportieren. Njom.
Und dann gucke ich auch nochmal hier am Eingang vorbei bei der Abenteurer-Gilden-Frau. Vielleicht kann ich ja nochmal Stufenaufstiege oder sowas vermelden. Und mir dafür entsprechend Belohnungen abholen. Kehre nach Mondstadt zurück. Da war ich zwar schon mal wieder, aber da durfte ich noch nicht. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Ja, hier, guck mal, Belohnung abholen. Ich bin jetzt Stufe 10. Stufe 4 Schwert. Dann gehen wir mal zu der Aufgabe hin.